recht herzlich begrüßen. Ich darf die Veranstaltung hier offiziell eröffnen. Kurz zum Auflagenbescheid. Wir sind hier maskenlos und abstandsfrei. Wir gehen friedlich und respektvoll, aber kraftvoll und bestimmt. Fahrradfahrer bitten wir, in unseren Zug abzusteigen und ihr Fahrrad zu schieben. Bitte laufen Sie aus Sicherheitsgründen innerhalb des Zuges. Wir laufen meist einspurig. Unser Ordnerteam bildet auf beiden Seiten die Außenbegrenzung des Zuges. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen unserer Ordner. Sie sind jene liebe Menschen, die Woche für Woche den Zug fürsorglich, verantwortungsbewusst und sicher durch die Straßen begleiten. Glasflaschen, Alkohol und alkoholisierte Teilnehmer sind während der Veranstaltung nicht erlaubt. Wir sind hier keine Werbeplattform für politische Parteien oder für bestimmte Gruppierungen, sondern vereint als Menschheitsfamilie mit allen Meinungen, Farben und Facetten. Egal ob geimpft oder ungeimpft, ob mit oder ohne Maske, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, ob jung, ob alt. Wir sind friedliche, eigenverantwortliche Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und stehen für unseren Frieden, für unsere Freiheit, für Gerechtigkeit und für die Wahrheit. Und das seit über 2 Jahren in allen Themen. Themen wie Corona, wie allgemeine Impfpflicht, wie Impfstoffe, wie leere Rentenkassen, Altersarmut, kaputtgespartes Gesundheitssystem, Korruption der Lobbyisten und Parteienpolitiker, falsches Parteiensystem, fragwürdiges Wahlsystem, das ermöglicht, dass Menschen wie Baerbock, Habeck oder Lauterbach an die Macht kommen, obwohl diese niemand direkt gewählt hat. Schädliche Nahrungsmittel, die Agenda 2030, Great Reset, 5G, Transhumanismus, künstliche Intelligenz, die Energiepreisexplosion, künstliche gezielte Energie- und Rohstoffverknappung, unbezahlbare Lebensmittel oder die korrupte Pharmaindustrie, alles unter dem Deckmantel Pandemie, Krieg oder Klimakrise. Dass diese Missstände in unserem Land überhaupt geschehen konnten und die Menschen, Familien und der Mittelstand jetzt vor dem Abgrund stehen, ist nur mit einem gut bezahlten, gesteuerten Werk möglich, den Mainstream-Medien. Ohne deren Manipulation der Bevölkerungen würden wir nun nicht vor dem Abgrund stehen. Wie widersprüchlich, absurd, wie sinnlos, korrupt und kriminell ist man inzwischen in diesem Land geworden. Vor allem unsinnig und widersprüchlich, und die Mehrheit sitzt regungslos zu Hause, nickt ab und tut, was ihnen die Politik und die Verwaltungen über die Medien vorschreiben. Irrsinn hoch 3. Fahr elektrisch. E-Mobility wird mit Subventionen forciert, dass dies noch besser klappt. Gibt man Diesel und Benzin tagtäglich tonnenweise in die Ukraine und verknappt den Treibstoff künstlich im eigenen Land. Fahr elektrisch, aber spare Strom. Der Strom sei aber knapp und das subventionierte Geld für die E-Autos holt man sich nun durch die Steuereinnahmen aus den 5- bis 10-fach höheren Strompreisrechnungen zurück. Fahr elektrisch, aber spare Strom. Widersprüchlich und irrsinnig, und trotzdem machen alle mit. Zieht 2 dicke Pullover an und heize maximal auf 19 Grad. Gleichzeitig finden in der Champions League und Bundesliga mit Flutlicht und beheiztem Rasen im Winter die Abendspiele statt, die so viel Energie verbrauchen. Damit könnte man pro Stadion eine ganze Gemeinde ein Jahr lang mit Energie versorgen. Widersprüchlich und irrsinnig, wenn wir wirklich Energieknappheit hätten, würde man nicht frierend mit 2 Pullis vor dem Fernseher ein Abendspiel im Fußball anschauen und nur noch bei Tageslicht spielen. Ein Irrsinn in unserem Land. Schauen wir mal zum Irrsinn nach Augsburg. Frau Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt, wir müssen nun alle Energie sparen, wir müssen uns einschränken und weniger Strom und Gas verbrauchen. Büros in den städtischen Verwaltungen werden nur noch auf 19 Grad betrieben und die Mitarbeiter frieren. Gleichzeitig soll nächste Woche neben dem Kurt-Frenzel-Stadion die Bahn 2, die unüberdachte Außeneisfläche, in Betrieb genommen werden.
eine Außeneisfläche benötigt zusätzlich massive Kühlung mit Ammoniak und hohe Energiekosten. Erst ab 0 Grad kann sich eine Außeneisfläche ohne künstliche Kühlung halten. Jedes Grad, das höher ist als 0, bedeutet sehr viel Energieverbrauch. Bei Temperaturen über 10 Grad ist die Aufbereitung und der Betrieb einer Eisfläche im Außenbereich Irrsinn und zudem noch für den Nutzer der Eisfläche sehr gefährlich. Nächste Woche soll es konstant Temperaturen über 15, teilweise 20 Grad haben. Die Bevölkerung soll Energie sparen, 2 Pullis anziehen und statt Duschen einen Waschlappen nutzen. Und gleichzeitig soll eine Außeneisfläche bei über 10 Grad in Augsburg nächste Woche in Betrieb genommen werden. Wie widersprüchlich, irrsinnig und sinnlos. Oder eine Lichternacht wird in Augsburg veranstaltet, gleichzeitig aber seit 1.9. Gebäude- und Brunnenbeleuchtungen dunkel gehalten. Unnötige Beleuchtungen abgeschaltet, Firmenbeleuchtungen müssen ab 22 Uhr ausgeschaltet werden, aber eine Lichternacht wird veranstaltet. Und liebe Frau Oberbürgermeisterin, ich bin nicht gegen diese Lichternacht. Im Gegenteil, gerade jetzt braucht Augsburg Feste, Licht und Freude. Aber wenn unsere Energie wirklich knapp wäre, dann würden Sie sich Veranstaltungen für den Tag entscheiden. Täglich Lichter aus und jeder soll Energie sparen und dann verballert man in einer Lichternacht so viel Strom, wie das halbe Jahr für Augsburg notwendig wären, ist irrsinnig und widersprüchlich und zeigt, dass wir nicht wirklich eine Energieknappheit haben. Ein weiterer Irrsinn in Augsburg, man verzichtet auf öffentliches Public Viewing zur Fußballweltmeisterschaft. Der Grund sind für Frau Weber die unwürdigen Menschenrechte in Katar, die nicht zu unserer Friedensstadt passen. Well done, Frau Weber, damit tun Sie genau das, was der Plan der Global Players ist. Sie bringen unsere Gastronomen und unsere Veranstaltungsbranche wieder um ihren Umsatz und machen somit das Gleiche wie in der Pandemie. Social Distancing, bleib zu Hause, schau alleine Fußball und man bringt einige Unternehmerbranchen wieder um ihren Umsatz, wie in der Corona-Politik. Warum, Frau Weber, schon wieder so eine übergeordnete Fehlentscheidung zu unserem Schaden? Die WM findet trotzdem statt. Seit 12 Jahren ist nun bekannt, dass die Fußball-WM in der Wüste Katars stattfindet. 8 Stadien wurden extra gebaut. Jedes Stadion rund um die Uhr klimatisiert und uns erzählt man, spare Strom. Zieh 2 Pullover an und nutze einen Waschlappen statt die Dusche. Der richtige Weg wäre gewesen, dass man vor 12 Jahren diese Entscheidung boykottiert und jede Nation ihre Teilnahme verweigert. Aber als deutsche Nationalmannschaft daran teilzunehmen und dann vor Ort Public Viewing abzusagen, ist widersprüchlich, irrsinnig. Und spaltet unsere Stadt erneut. Freude, Spaß, ein Nationalstolz im Kollektiv bei einem Public Viewing ist nicht mehr erwünscht. Weitere irrsinnige und widersprüchliche Dinge in unserem Land. Kleine Unternehmen werden mit Auflagen, Konzepten, Vorgaben, Bürokratismus und Verboten gegängelt. Gleichzeitig können Politiker korrupt und kriminell arbeiten, sich mit ihrem Lobbyisten bereichern und werden nicht mal dafür zur Verantwortung gezogen, während dem kleinen Mittelstand jegliche Grundlage genommen wird, für sich und seine Mitarbeiter gewinnbringende Umsätze zu erwirtschaften, wovon sie sich und ihre Familien auch noch ernähren könnten. Für alles in unserem Land braucht der kleine Bürger als Selbstständiger Prüfungen, ein Zertifikat, eine Genehmigung, wird von Behörden und Aufsichtsämtern, Berufsgenossenschaften ständig geprüft und gegängelt. Gleichzeitig steigt in unserem Land die Zahl der vermissten und nie wieder gefundenen Kinder. Und jahrzehntelang ist es möglich, dass Kinder vergewaltigt und misshandelt werden. Und da kommt keine Aufsichtsbehörde in kirchliche oder soziale Institutionen. Gleichzeitig ist es möglich, dass in Seniorenheimen wie auch in Augsburg Senioren misshandelt und unwürdig unterversorgt in ihrem Zimmer vor sich hin vegetieren. Irrsinnige Kontrollen in unserem Land an falschem Ort und fehlende Kontrollen, die korrupten und menschenverachtende Missstände in unserem Land zulassen. Welch ein fürchterlicher Irrsinn. Gaslieferungen laut bestehenden guten Verträgen boykottiert und verweigert man, weil man sich gegen Russland als Kriegstreiber positionieren möchte.
Gleichzeitig macht man neue Verträge mit dem Präsidenten von Aserbaidschan, einem der größten Kriegstreiber, einem Land, das für Hunderttausende von Kriegsopfern in der Zivilbevölkerung in Jemen verantwortlich ist. Gleichzeitig beschließt die Bundesregierung aktuell im Wert von 39 Millionen Euro Kampfmittel nach Saudi-Arabien zu liefern, einem Land, das seit Jahren Krieg führt, Millionen Luftangriffe schon gefahren hat und sich an keinen Waffenstillstand hält. 39 Millionen gehen nach Saudi-Arabien, 2 Milliarden gehen in die Ukraine und im eigenen Land hat man kein Geld für Krankenhäuser, Pflegekräfte, für unsere Senioren und unser kaputtgespartes Gesundheitssystem. Welch ein Irrsinn in unserem Land. €300 Energiepauschale von unseren Steuergeldern aus unserer Arbeitsleistung, die dann nochmals versteuert werden müssen. Und der deutsche Michel sagt auch noch Danke. Welch Irrsinn in unserem Land. Senkung der Mehrwertsteuer auf Energiekosten von 19% auf 7% und das bis 2024. Wie großzügig. Danke für diesen Irrsinn. Bei bisher €100 Strom waren 19% Mehrwertsteuer weniger als 7% auf die jetzt 3- bis 5- bis 10-fach höheren Energiekosten. Ihr verarscht das Volk und die Mehrheit bedankt sich noch. Widersprüchlich, sinnlos, irrsinnig und ein korrupter Krieg gegen das eigene Volk. Wie oft hat man uns allein in den letzten 2 Jahren angelogen? Lass dich 2-mal impfen. Dann ist die Pandemie vorbei. Nach 4 Impfungen sind die Inzidenzzahlen höher als je zuvor. Lass dich impfen, es schützt dich vor Ansteckung. Welch ein Irrsinn und eine Lüge, wenn man die vielen Erkrankungen der Geimpften anschaut und die Todeszahlen Woche für Woche höher ansteigen als die letzten 4 Jahre. Lass dich impfen, es schützt deine Mitmenschen vor dir. Irrsinnig und eine Lüge, wenn man sieht, wie man den Virus weiter verbreiten kann. Lass dich impfen, dann zeigst du soziale Verantwortung. Wo zeigt denn die Politik soziale Verantwortung für das eigene Volk, das deren Gehalt bezahlt? Spare fürs Klima. Gleichzeitig bietet man im Supermarkt Lebensmittel an, die um den halben Erdball transportiert werden mussten, um gleichzeitig regionale Produkte in den Müll zu werfen. Trenne Müll, vermeide Plastik, das schadet unserer Umwelt. Lebe umweltbewusst und gleichzeitig produziert man mit Masken und den Testkits tonnenschweren Sondermüll. Über unser Land lacht die ganze Welt, wie wenn wir als Punkt auf der Landkarte die Welt retten könnten. Wenn gleichzeitig in der Wüste von Katar eine Fußball-WM oder in der Wüste von Saudi-Arabien die Winterspiele stattfinden. Irrsinnig, korrupt und mit Worten nicht mehr zu beschreiben. Wie kann man denn da noch ruhig bleiben, liebe Mitmenschen zu Hause? Wie kann man denn diese Absurdität, diese Widersprüchlichkeiten, diesen Irrsinn noch tatenlos über sich ergehen lassen? Das Karussell dreht sich weiter, aber ich steige aus. Ich fahre da nicht mehr mit. Ich sage Stopp zu diesem Irrsinn. Sämtliche Abos aller Medien gekündigt. Ich werde sämtliche Werbungen, Anzeigen und Abos in den Medien, die mich tagtäglich falsch informieren, kündigen. Ich werde alle Einzugsermächtigungen zum Lastschriftverfahren widersprechen. GEZ, Telefon, Handy, Versicherung, Finanzamt, Zollamt für die Kfz-Versteuer. Ich werde als Unternehmer beim Bürgermeister den Antrag auf Niederschlagung meiner Gewerbesteuer stellen. Ich werde beim Finanzamt den Antrag auf Stundung meiner Steuerzahlung beantragen. Ich werde nicht mehr diese Politik und dieses geplante neue digitale Finanzsystem bespielen. Wer mich nicht hören will, wer mich denunziert und diskriminiert in meinem Heimatland, der braucht auch meine Steuergelder und Sozialleistungen nicht pünktlich und nicht in vollem Umfang. Ich werde den Verwaltungen Arbeit machen und alles hinterfragen. Ich werde Google, Amazon, Apple, Microsoft, Nestle, den korrupten Pharma- und Lebensmittelindustrien keinen Cent mehr in den Rachen stecken.
Ich habe kein PayPal, keine Kreditkarten mehr und nutze nur noch Barzahlung im regionalen Warenverkehr vor Ort. Ehrlich und fair. Wenn viele aus dem Karussell der Missstände aussteigen und das Gleiche tun, dann wird dieses System zum Kippen kommen. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Ich konfrontiere Woche für Woche auch unsere kommunale Politik mit diesen Lügen und diesem Irrsinn. Ich frage Woche für Woche die kommunalen Parteipolitiker, ob sie diese Skandale ihrer Parteien noch tragen können. Wer kommunal ein Parteibuch hochhält, macht sich für mich mit strafbar und heißt die korrupten Entscheidungen und Lügen der Parteien in der Regierung mit seinem Schweigen für gut. Jeder kommunale Politiker sollte aus allen Parteien austreten und zeigen, dass er auf der Seite des Volkes und gegen diese Politik ist. Wir brauchen ein neues Wahlsystem und eine komplette neue Regierungsstruktur in unserem Land. Ich fordere den sofortigen Stopp aller finanziellen und materiellen Lieferungen ins Ausland, solange wir nicht in unserem Land sicher und gut versorgt sind. Ich fordere die unvollständige, einseitig gesteuerten Medien, ohne die weder eine Pandemie noch deren Angst und Panik, noch eine Energiemaßnahmenverordnung, noch eine Kriegspropaganda und Klimakrise möglich gewesen wären, auf, sich endlich unabhängig zu machen und aufzuhören, das Volk mit unvollständigen Unwahrheiten zu manipulieren. Ich fordere die kommunalen Verantwortlichen, die Bürgermeister, die Stadträte, die Landtags- und Bundestagsabgeordneten unserer Region auf, dafür zu sorgen, dass wir von unserem hart verdienten Lohn wieder unseren Lebensunterhalt bezahlen können. Ich verzichte auf Zuschüsse und Fördergelder. Ich will, dass die Familien und Unternehmen wieder selbstständig und gewinnbringend arbeiten können und sich Lebensmittel, Energie und Treibstoff wieder leisten können. Ich fordere die kommunalen Verantwortlichen auf, dafür zu sorgen, dass alle Missstände in unserem Land und alle Lügen aufgearbeitet und sofort aufgehoben werden. Und ich fordere die kommunalen Politiker zudem auf, dafür zu sorgen, dass die korrupte Parteienpolitik ein Ende hat, dass sie aus ihren Parteien austreten und dafür sorgen, dass alle Regierungen zurücktreten. Und ich habe euch auch eine Bitte an all unsere Menschen aus unserer Bewegung, die sich schon Leuchttürme erschaffen haben und Netzwerke für die Krisen aufgebaut haben. Ladet Bürgermeister und Stadträte dazu ein. Macht Handzettel mit einem Treffen und werft diese in euren Nachbarn, in euren Briefkasten, in eurer Straße ein. Holt diese Menschen ab und zwar da, wo jeder Einzelne steht. Egal ob geimpft oder ungeimpft, egal ob Maske oder nicht, egal welcher Meinung oder welcher Herkunft. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um endlich wieder zusammenzustehen. Nehmt diese Menschen auf ohne Diskussion oder Meinungsverschiedenheiten. Geht achtsam und sensibel auf diese Menschen zu. Diese Krise überstehen wir nur, wenn wir uns wieder vereinen zu einem Volk. Und das fängt in jedem Haushalt, in jeder Wohngemeinschaft, in jeder Nachbarschaft und in jeder Straßengemeinschaft an. Kommt raus aus der Anonymität und der Spaltung. Organisiert ein Straßenfest oder ein Picknick auf der Straße. Beim geselligen Zusammensein lernt man sich kennen und kann mal die ein oder andere Frage zur Krisenvorsorge stellen. Geht vorsichtig und bedacht um. Nehmt die Themen, die gerade der Mainstream bespielt. Fragt euren Nachbarn, du, was machen wir denn, wenn der Strom ausfällt? Lasst ihn auf euch zukommen und hört achtsam zu. Bietet euch an. Lasst uns gemeinsam vorsorgen. Bitte macht das. Es ist unwahrscheinlich wichtig und ich möchte euch das ans Herz legen. Es wird vielleicht keine Zeit oder Möglichkeit sein, zu Familien 2 Kilometer weiterzufahren oder in einen Leuchtturm, der erst am nächsten Tag stattfindet. Die Krisenvorsorge geht nur miteinander mit meinem direkten Wohnumfeld. Bitte vermeidet Corona- oder Impfdiskussionen. Das verliert bald an Bedeutung. Denkt daran. Macht euch euren Nachbarn zum Freund anstatt zum Feind. Lieber teilen wir miteinander,
anstatt uns in Notlage zu beklauen und zu bekriegen und letztendlich alle damit zu verlieren. Holt die Menschen ab. Jeder von uns kann das tun, jeder Einzelne. Du bist die Veränderung, auf die du wartest. Steig aus dem Karussell aus und sorge dafür, dass wir im Kleinen von unten nach oben, regional, kommunal, Schritt für Schritt verändern. Seit Monaten ist das alles mein Tun und mein Handeln, unterstützt von vielen lieben Menschen um mich herum. Und auch das ist ein weiterer Beweis, dass wir nicht gesetzt sind. Unzählige Einladungen, um Vorträge zu halten, aus ganz Deutschland haben uns erreicht, alle abgelehnt. Wir hätten sogar noch Geld dafür verlangen können, abgelehnt. Wir sollten Demos in Berlin, München oder Nürnberg organisieren, abgelehnt. Ich habe lediglich in 2 Städten die Kommunikation mit dem Ordnungsamt übernommen und viel Unterstützung bei Anmeldungen gegeben. Aber es muss jeder bei sich vor Ort im Kleinen anfangen. Wenn viele Bürger in jeder Stadt das Gleiche tun wie ich und aus dem Karussell aussteigen, mit dem Nachbar sich vereinen, dann merken die Stadtoberhäupter, die Stadtkassen, das Finanzamt vor Ort, die regionale Verwaltung in jeder Stadt, dass sich da etwas tut. Klein von unten nach oben, bis es bei der Regierung ankommt und weiter zu den Global Players geht. Deshalb jeden Samstag in jeder großen Stadt große Umzüge und auf die Straße. Und jeden Montag in jeder Gemeinde, in jedem Dorf, in jedem Stadtteil in ganz Deutschland. Auf unsere Kanäle schreiben wir jede Woche, wo in den einzelnen Gemeinden und Stadtteilen man sich trifft. Wenn es das in deiner Stadt noch nicht gibt oder in deinem Dorf noch nicht gibt, dann sei du der Anfang und organisiere. Liebe Menschen, mit nur hier mitlaufen ist es eben nicht getan. Täglich müssen alle aus der Bequemzone raus und ins Tun kommen. Nur dann gewinnen wir diesen Irrsinn, nur dann kommen wir in eine bessere, ehrliche und vor allem friedliche Zukunft. Seit Oktober trifft man sich auch wieder in der Augsburger Innenstadt. Jeden Montag um 16.30 Uhr auf dem Rathausplatz zu stillen Gedenkminuten für den Frieden. Danke an den Organisator. Endlich jemand, der mal macht und nicht nur wartet und jammert und in Telegram wild um sich schreibt. Auch die Galerie der Aufklärung, organisiert von unserem René, findet jeden Samstag vor dem Umzug um 13.30 Uhr am Fuggerplatz statt. Und gerade heute auch wieder besonders erfolgreich. Es sind verschiedene Arten. Wir müssen jede Art nutzen und immer wieder lässt man sich neue Sachen einfallen. Auf die Straße zu gehen mit Trillerpfeifen, mit Megafon, mit Trommeln und laut ist eine Geschichte. Die andere ist auch mal still zu demonstrieren. Und die Galerie der Aufklärung zeigt, alle Impfschäden, alles Mysteriöse, all das, was euch die Mainstream-Medien nicht berichten. Und gerade da ist es für die noch nicht Aufgewachten und die, die sich nicht uns anschließen trauen und Gesicht zeigen trauen, in diesem stillen Kundgebungsort an dieser Galerie der Aufklärung oft manchmal leichter hinzugehen und das ein oder andere zu lesen, um mit den Menschen dort vor Ort in ein Gespräch zu kommen. Und auch so kommen die Menschen zu uns. Bitte schimpft in den Kanälen nicht über irgendwelche Organisationen und warum schweigen für den Frieden und ich möchte laut sein, dann tut es. Dann organisiert, dann meldet an, dann kommt auf die Straße, schließt euch zusammen und hört auf, in den Kanälen auf Telegram alles zu glauben, alles zu hinterfragt alles. Und hört auf, euch gegenseitig nur Links zu teilen. Viele Fake News stehen da auch schon drin. Kommt auf die Straße und redet miteinander. Es ist 11:55 und die Krise ist mittendrin. Nehmt unsere Banner mit auf den Weg. Vielleicht haltet ihr sie auch außen, dass die Menschen sie lesen können. Und denkt auch während dem Umzug daran, geht auf die Menschen zu. Manchmal lädt ein friedliches, harmonisches, freundliches Lächeln die Menschen mehr dazu ein, wie ein krakölendes Megafon oder eine laute Trillerpfeife. Wir müssen wieder zusammenkommen, wir müssen wieder miteinander uns nicht mehr spalten lassen.
bleiben wir in der Kraft, bleiben wir bestimmt und bleiben wir auf der Straße. Vielen, vielen Dank. Auf geht's zum 53. Friedensdemo-Umzug. Und wo ist unser Trommler? Okay, super. Dann starten wir. Des deutschen Vaterlands, erleuchte unser Herz mit deiner Schönheit Glanz, verleih uns Kraft, uns zu erwehren, deiner Feinde, die sich mehren, weih uns ein in deine Weisheit voll und ganz. Nach Frieden lasst uns streben und Gerechtigkeit, die Freiheit uns erkämpfen für die Ewigkeit, auf dass wir wahren deine Werte mit dem Worte wie dem Schwerte, Hand in Hand zusammenstehen in Einigkeit.
Zeit auf der Hut, es droht Gefahr. Nichts soll so bleiben, wie es war. Spät alle Volksverräter aus, führt sie in Ketten aus dem Haus. Der Ahnenruf hallt über Meer und Bergeshöhen, wenn wir einst hier vergehen, die Heimat bleibt bestehen. Voll Stolz die Töchter und die Söhne sollen preisen alles Schöne. Deutschland, Deutschland, du sollst niemals untergehen. Friedensdemo-Umzug in Augsburg.